Hey ihr lustigen Knusperschnecken, ihr habt immer wieder gefragt, was habe ich eigentlich unterwegs dabei, was braucht man eigentlich alles, wenn man irgendwie so durchs Gelände fährt. Das ist eigentlich alles gar nicht so viel, das habe ich eigentlich immer in dieser T-Level-Tasche bei mir. Das ist so ein Hip-Bag, da kann man auch hier unten noch so ein Teil rausholen, das zeige ich euch aber gleich. Was ist in der Tasche? Ist gar nicht so viel, wie gesagt. Ich habe eigentlich immer irgendwie noch was Längeres mit, das ist jetzt so eine Windweste, denn es ist Sommer, da braucht man eigentlich nichts anderes. Im Winter habe ich da gerne auch noch mal ein paar Beinlinge und ein paar Armlinge drin oder irgendwie so ein Tuch, was man sich drum machen kann, aber sowas ist eigentlich immer dabei, falls es irgendwie abends kalt wird oder irgendwie, ja, man sich doch verschätzt hat, ist es immer gut, noch ein bisschen was zum Anziehen dabei zu haben. Als nächstes, nicht zu vergessen, natürlich ein Haustürschlüssel, denn ich muss ja zu Hause auch irgendwie wieder reinkommen. Sonst, was haben wir hier noch? Genau, Kameraakkus, das sind jetzt noch zwei Stück, der andere ist in der Kamera, meistens habe ich so zwei bis drei mit. Das ist bei der GoPro leider immer so ein bisschen fricklich, das ist nämlich ein ganz schöner Akkufresser, aber Akkus sind auch dabei. Was ist hier noch? Ja, Portemonnaie, nicht zu vergessen, denn falls man unterwegs mal irgendwie ein Problem hat, Krankenkassenkarte ist da drin, EC-Karte und ein bisschen Bargeld, denn man kann leider immer noch nicht in Deutschland überall mit Karte zahlen, gerade auf den Dörfern beim Bäcker oder so, ist es immer ratsam, ein bisschen Kleingeld dabei zu haben, sonst steht er nämlich da, ja, und dann könnt ihr euch kein Brötchen oder kein Stück Kuchen kaufen und das will ja keiner. Was ist noch in meiner Tasche? Richtig, Werkzeug, denn ohne Werkzeug und ein bisschen Kleinkram sollte man nicht rausfahren, falls man einen Platten hat, das schauen wir uns jetzt auch mal nach und nach an, das habe ich hier alles in so einen alten Thompson-Beutel gepackt. Ganz oben ist ein Rennradschlauch drin, 28 Zoll mit einem extra langen Ventil. Warum ein extra langes Ventil? Bei den Felgen brauche ich es nicht. Ich werde es wahrscheinlich auch nie bei dem Tubeless-System überhaupt brauchen, einen Ersatzschlauch. Aber ihr kennt das vielleicht, euer Kumpel hat einen Platten, hat nichts dabei, hat so eine krasse hohe Carbonfelge. Da braucht man einen Adapter für, um da irgendwie ein Ventil rein und rauszuschrauben. Mit dem Ding ist das kein Problem. Das ist zwar leider der Ultraleitschlauch, wird einen aber immer noch nach Hause bringen. Den sollte man auf alle Fälle immer dabei haben. Ein Schlauch ist schon mal sehr gut, aber man braucht noch ein bisschen mehr Sachen. Auch dabei habe ich mittlerweile immer ein bisschen Öl. Das ist eigentlich Kettenwachs. Das habe ich bei mir im Schrank gefunden. Ich habe keine Ahnung, ob das super geiles Zeug ist oder nicht. Bisher hat das immer ganz gut funktioniert. Mittlerweile, wie gesagt, benutze ich eigentlich auch nur noch Wachs. Das habe ich, glaube ich, schon in ein paar Videos erwähnt. Denn Öl sifft die Kette so zu und das sauber zu machen, ist einfach wirklich eine Riesenschweinerei. Deswegen, wenn ihr irgendwie Platz in der Tasche habt, so ein kleines Öl- oder Wachskännchen, macht auf alle Fälle Sinn. Was haben wir hier noch? Genau. Tubeless Flickzeug. Was heißt Flickzeug? Ihr kennt das vielleicht, das habt ihr schon mal irgendwo im Netz gesehen. Hier ist so eine kleine Nadel dran mit so puffigen kleinen Dingern dran. Wenn du ein Loch hast, steckst du das Ding da rein, drehst es, ziehst es raus und diese Reste von diesem Zeug, was da drum ist, diese Flusen, sind dann im Ventil drin und der Rest wird dann mit der Dichtmilch abgedichtet. Ist zumindest der Plan, zu dem Fall ist es noch nie gekommen. Wie gesagt, ich hatte mit dem System noch nie einen Platten, mit Tubeless allgemein noch nicht. Aber für den schlimmsten Fall kann das auch ein Tubeless-Reifen flicken. So, jetzt kommen wir zu meinem Multitool. Das hat mir Laura geschenkt, bevor ich zum Atlas Mountain Race gefahren bin. Das ist von Topec und das ist wirklich richtig, richtig geil. Hier hast du so eine kleine Ratsche dran und verschiedenste Bits. Leider fehlen da schon zwei. Die sind irgendwo beim Atlas Mountain Race ja, verloren gegangen. Die liegen jetzt wahrscheinlich irgendwo in Marokko in der Wüste. Da habe ich noch einen Reifenheber mit dabei. Den großen, den ich immer dabei habe. Dann habe ich noch ein Werkzeug, um Ventil rauszudrehen. Und hier ist eine Verlängerung für diese kleine Ratsche bei, falls man mal irgendwie ein bisschen eine Verlängerung braucht oder die Stelle ein bisschen schwer zu erreichen ist, geht das damit super. Dieses Werkzeug, ja, ich habe mich wirklich drin verliebt. Es ist super klein, es ist mega praktisch. Du kannst damit alles auch bombenfest ziehen, vielleicht auch ein bisschen zu fest. Aber wenn ihr ein gutes Werkzeug sucht, dieses Topec kann ich auf jeden Fall empfehlen. Das packe ich mal unten in die Videobeschreibung. Keine Sorge, dafür werde ich nicht bezahlt. Jetzt kommen wir noch zu ein paar Kleinteilen, die ich immer dabei habe. Die habe ich hier in so eine kleine Box gepackt. Was ist da drin? Ist eigentlich auch gar nicht so viel. Ein Ersatzschaltauge, ja, sollte man dabei haben. Wenn es mal abreißt, kann man es damit reparieren. Ein Schaltauge zu finden, ja, ist ein bisschen schwierig. Wenn ihr euch einen Rahmen bestellt oder ein Fahrrad im Internet oder im Laden, versucht immer direkt ein zweites Schaltauge dazu zu bekommen. Denn wenn die Dinger irgendwie mal kaputt sind, das ist, wie gesagt, nicht so einfach, die Dinger im Netz zu finden, denn es gibt Hunderte. Es gibt wirklich Hunderte von verschiedenen Typen. Du meinst, es passt, dann bestellt es, hast richtig Geld dafür ausgegeben, dann passt das Ding aber nicht. Deswegen bestellt euch immer ein Schaltauge direkt mit. Mein Rat. In der kleinen Dose habe ich allerdings auch noch ein bisschen Flickzeug. Was heißt ein bisschen? Ich habe, glaube ich, 10 von diesen Dingern mit, denn die sind halt wirklich flach und klein. Dazu natürlich den passenden Kleber. Ein Ventiladapter von Rennrad oder Normalventil auf Auto. Das ist super praktisch, falls ihr mal an der Tankstelle ankommt und irgendwie vorher einen Platten hattet, könnt ihr damit wieder richtig aufpumpen. Was haben wir hier noch? Genau.
ist für das Rad nicht nötig, auch nicht für meine anderen, aber bei meinem Mountainbike hinten ist das noch so eine, ja, etwas sehr abenteuerliche Konstruktion, die Sattelstütze festzumachen oder das Ganze zu klemmen. Deswegen habe ich mir hier so zwei Ersatzschräubchen mitgenommen, um das im schlimmsten Fall, wenn ich das mal überdrehe oder warum auch immer das Ding sonst reißen sollte, ersetzen kann. Denn da habe ich keinen Bock drauf, irgendwo in der Pampa stehen zu bleiben und dann irgendwie nicht weiterfahren zu können, weil der Sattel nicht mehr da ist oder nur noch im Wiegetritt. Das macht wirklich keinen Spaß, kann ich euch sagen. In der Tasche ist nicht nur dieses ganze Werkzeug, sondern auch das Stativ, auf dem die Kamera hier steht. Aber ja, das könnt ihr nicht sehen. Stellt es euch einfach vor, ist so ein schönes kleines Klappstativ. Kann man auch irgendwie in die Cargo-Bib stecken oder hinten ins Trikot. Mittlerweile packe ich das immer hier rein, weil es wirklich ziemlich praktisch ist, das kleine Täschchen. Manche Leute nervt das, ich finde das super. Das Ding ist jetzt vielleicht ein bisschen extrem, aber es gibt auch kleinere Taschen auf dem Markt. Schaut euch da einfach mal ein bisschen um. Ja, wie ihr gesehen habt, in der Tasche ist gar nicht so viel drin. Die ist vielleicht ein bisschen überdimensioniert, aber es gibt ja zig Hipbags und Gürteltaschen mittlerweile auf dem Markt für Gravel Boys und krasse Mountainbiker. Schaut da einfach mal, wirklich was empfehlen kann ich nicht. Diese T-Level gibt es leider nicht, die würde ich sonst empfehlen. Ja, ansonsten war es das mit dem Video für heute. Der übliche Kram, wenn euch das Video gefallen hat, Daumen nach oben da lassen, Link zu allen Sachen unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns dann das nächste Mal und da fahren wir dann auch wieder Fahrrad. Versprochen. Ciao.